Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir haben Tag 28. Ich bin Jasmin und ich bin auch dabei, wollte ich eigentlich sagen. Tag 28, 4 Uhr morgens. In der nächsten Folge sind wir an unserem vierten Blutmond, I guess. Ja, vierte. Da müssen wir mal gucken, dass wir eventuell... Ich will aber nicht in eine Gruppeneinladung von dir... Na gut. Okay. Hast mich überredet, überzeugt. Wir sind doch Friends. Wir müssen mal gucken, vielleicht, dass wir noch ein bisschen Munition. Wie viel haben wir denn? Ja. Ich muss mal eben mit auf Toilette. Mit deiner Mutter. So, das Gute ist, die kann nicht mehr im Weg stehen. Die Tür ist doppelt breit. Schlagstock. Stufe 5. Und den mal da weg. Packen den da rein. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem ganzen Scheiß sollen eigentlich. Aber ist ja. Haben ist besser als brauchen, ne? Wollte ich letzte Folge irgendwas Spezielles machen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Weil ich elektrische Kompo. Was ist denn hier passiert? Waren das nicht... Das waren doch zwei Reihen, oder? Vorbereitet. Gut, lassen wir erstmal so. Ja, Blutmond. Munition scheinen wir ja gut zu haben. Jetzt müssen wir mal hier oben schauen. Wir haben hier den Schubserich. Hier kommt ja dann noch dieser Schrottwerfer hin. Würde man beispielsweise hier jetzt nochmal so ein Gitter rüberziehen, auf dem man laufen kann, nach unten schießen, würden die Zombies das da denn angreifen? Möglich, ne? So eine Experimente warte ich besser noch, bis wir besser ausgestattet sind. Aber es gibt trotzdem noch allerhand zu tun. So, wir brauchen mal ein bisschen Glut. Oh, ich muss erstmal da meinen Push beseitigen. Oh, ich habe schon gedacht, das tut weh. Ich habe gar keinen Hammer. Oh. Professionell. So. Und einen müssen wir noch machen. Samen. Ein Samen. Ein Samen. Oh, Klassiker. So. Dann haben wir das nämlich erledigt. Ach nee, mein Hammer. Haben wir nicht erledigt. Wir haben nicht mal angefangen. Den brauche ich. So. So. Das hat schon mal gepasst, ne? Nein, hat's nicht. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Basis erweitern? Wollen wir hier irgendwie mehr noch machen? Ja, warte, ich muss jetzt hier erstmal schauen, wo du überhaupt bist. Wo bist du denn? Ich bin draußen an der Klingenfalle gerade. Wenn wir hier nochmal so ein paar Spikes reinsetzen. Ach, bin ich doof, ey. Falscher Ausgang. Ich bin gerade so den alten Ausgang runtergegangen. Der Falle. Wieso machst denn du sowas? Weiß ich nicht, war irgendwie ein Gedanken gerade. So. Ich meine, da in die Ecke gehen die ja eher weniger hin. Aber wir haben ja ein bisschen Freiraum, den wir noch nicht voll ausgenutzt haben, ne? Hm.
Ich freue mich schon auf den Blutmond. Auf den Blutmond. Hm. Siehst du, wenn ich gleich wiederkomme, dann mache ich einmal den Betonmischer. Ist der schon vorbereitet? Ne, du hast die Komponenten bei dir, ne? Ja. Ich wollte den ja machen. Aber dann ist ja Quatsch, wenn ich hier... Vielleicht kriegen wir ja schon ein bisschen Beton, dass wir hier betonieren können. Ja, ich mach gleich. Ich will mal kurz einmal noch hier... Ich kann dich jetzt nicht mehr aufnehmen, ne? Mhm. Jasmin? Ja? Was ist klein, rot und glänzend und fährt den ganzen Tag hoch und runter? Keine Ahnung. Eine Kirsche im Fahrstuhl. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich dachte, wir wären mal besser, aber irgendwie werden die immer schlechter. Ja, geht ein Cowboy zum Friseur, kommt raus, ist sein Pony weg. Ja, der ist ja wohl schon uralt, ey. Okay, okay, okay. Kennst du auch den? Geht ein Cowboy zum Friseur, ist sein Pferdeschwanz weg. Mhm. Den hast du dir gerade ausgedacht. Ja, aber was ist der Witz dabei? Ein Cowboy hat keinen Pferdeschwanz. Weißt du ja nicht. Du, wenn ich hier die Felder oben abbaue, ne, wenn die erntereif sind. Ich habe hier zum Beispiel jetzt Mais und Pilze sind und Kürbis, ist alles schon fertig wieder, ne? Ja. Dann habe ich doch landwirtschaftlich studiert in der Richtung, ne? Aber wann? Bin ich denn ein, wenn ich jetzt Landwirtschaft studiert habe, bin ich denn ein Landwirt? Agrardemiker? Aber? Ein Agrardemiker? Keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Ich brauche mal einen Pilzsamen. Ich brauche Lehm dafür. Bin durch die Beete Lehm gelaufen. Haben wir mehr als genug. Was bist du? Durch die Beete gelaufen. Ha. Schlimmer Finger. So. Oh, ich brauche 2 Lehm. Jetzt aber. Aber Lehm haben wir ja echt genug, ey. Ja. Da sind schon so 1-2 Klümpchen dabei. Ja, hab ich alle gesammelt. Das hast du gut gemacht, Jasmin. Mhm. Du bekommst ein gutes Nudelsternchen. Was? Ein gutes Nudelsternchen. Was ist denn? Kennst du nicht von SpongeBob? Du hattest kein Qualitätsfernsehen in deiner Jugend, kann das sein? Nee. Nicht auf der Niveauhöhe, nee. Ich weiß, du willst mir damit irgendwas sagen, aber ich weiß nicht, was es ist. Gar nichts. Alles gut. Jeder so, wie er es braucht. Ja. Ist ja auch ein Lauch. Ja. Ja, dann brauchen wir 6. Wird ja immer teurer hier. So. Geil. 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 Das ist ja mager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macht 5. Mager Quark. Beim Händler war ich schon lange nicht mehr, ey. Ja, ich müsste da auch mal noch eine Quest abgeben. Das könnte ich gleich mal machen, denn... Müssen wir mal erstmal wieder eine holen, ey. Na, ich würde gerne mal so eine Schatzkarte ausprobieren.
Hatten wir doch letztes Mal. Ah, nee, Schatz. Nee, ich weiß nicht, ob die Schatzkarte die Händlerquest überschreibt. Deswegen will ich erst zum Händler, vorsichtshalber, die Quest abgeben, keine mitnehmen und mach die Schatzkarte. So. Das war dahin, sagte. Das ist der Plan, den ich und mein Quantencomputer ermittelt haben. Ja. Interessant. Ja. 13. Oh, geil. Auch 13. Und 3 Öl. 13 Öl. Gott, oh Gott. Die Inflation hat auch in diesem Spiel zugeschlagen, Jasmin. Ich sag, wie es ist. Ah, die Menge macht's. Die Menge macht's. Brauchst du zum Herstellen vom Betonmischer den, die Werkbank? Obwohl, ja, ist egal. Mach mal. Da bin ich ja flexibel. Dann will ich eine Klingenfalle erstellen, Jasmin. Mhm. Das kostet mich 3 Minuten 30 meines wertvollen Lebens. Die werde ich hier an der Werkbank stehen und warten. Mach mal. Nein. Ich würde gerne eigentlich weiterbauen. Aber ich muss halt wirklich einmal zum Händler. So ärgerlich das auch ist. Also ich will die Quest einmal abgeben und gucken, vielleicht kriege ich ja irgendwas Sinnvolles. Ja, vielleicht, ne? Ich fahre mal eben mit meiner Harley davon, ne? Ja, mach mal. Ja, nicht, dass ich die Polizei rufst hier, weil... Ach. Da. So. Bis später, Jasmin! Nur bis später, Peter. Und kannst du mir einen Gefallen tun? Nö. Okay, cool, danke. Schön, dass wir darüber geredet haben. Kannst du mir wirklich keinen Gefallen tun? Nö. Könntest du dem Spiel einen Gefallen tun? Nö. Kannst du dir selber einen Gefallen tun? Was willst du? Kannst du bitte aufhören, Löcher in die Straße zu buddeln? Hä, mach ich doch nicht. Echt? Da ist so ein 4 Meter langer Streifen. Das sieht aus wie der Marianngraben da vorne auf der Sandfläche. Auf was für eine Sandfläche? Vor unserer Bude. Hä, ich hab nichts gemacht. Okay. Mich hier an, ich hab überhaupt nichts gemacht. Macht mich hier an. Komplett zusammengeschrien hat er mich. Dann kam er doch hoch, hat mir jetzt eine Frau. Oh Gott, das will ein Bär. Der ist langsamer als mein Moped. Ne, wir sind ungefähr gleich schnell. Kein Unfall bauen. Ah ja, das Interesse verloren. Ja, hat er eingesehen, dass er keine Chance hat. Der Bär. Bruno. Da habe ich aber ein paar Meter vor mir, du. Also mit dem Moped bist du nicht sonderbar schneller als mit dem Fahrrad, habe ich das Gefühl. Hast du nur Moped oder Motorrad, richtig? Moped. Aber wir müssten mal gucken, vielleicht können wir ja, ich weiß aber nicht, ob die Statik das hergibt, eine Brücke über den See bauen. Mhm. Wäre halt eine Möglichkeit, damit man nicht immer einmal außen rumfahren muss, wenn man zum Händler will. Ich hab eine Handtasche gefunden, Jasmin. Ja, was ist drin? 9 Jetons. Und ein... Oh, hier liegt auch noch ein Rucksack.
man hier so alles findet, was die Leute alles so liegen lassen. Wahrscheinlich nicht mit Absicht gewesen. Ich glaube, das war völlig mit Absicht. Ich glaube, das waren die Zombies. Was du glaubst, interessiert eh kaum einen. Die das da liegen lassen haben, weißt du? Ich glaube, die haben klebrige Finger. Die haben das hier irgendwo geklaut, leer gemacht, was sie gebraucht haben, und dann haben sie den Rest weggeschmissen. Mhm. So, die Tasche und den Rucksack. Ja, ich kann den Händler nicht beklauen. Hier ist nichts. Pinsel. Konnte ich letztes Mal mitnehmen. Ich kann entweder 10 Rohrbomben mitnehmen oder Bogenschießen für Ranger, das Buch. Ich würde tatsächlich das Buch gern nehmen. Ach doch. Okay. Das war deine Entscheidung. Habe ich das jetzt genommen? Ja. Ja, das Ding ist, dass ich bin mir nicht sicher, ob die Rohrbomben, wenn wir die bei uns benutzen, ob die nicht unsere Bude sprengen. Ja, der Händler hat halt auch nichts Geiles im Petto, ne? Nö. Ist das ein guter Preis? Hm. Safe travels. No. Was sind das jetzt für ein Sauwetter hier? Hier ist ein Zombie beim Händler drin. Ich dachte, das geht gar nicht. Trader Joe? Ja, wir haben da ein Problem. Hey, hab ich dir auch letztes Mal erzählt. Ja, da unten ist so ein Trunkenbold, so eine Frau. Die ist verrückt, die haut dir die Bude kaputt. Die ist hier drin. Ne, die ist draußen. Willst du die nicht rausschmeißen? Oder erschießen? Habe ich doch letztes Mal gesagt, dass die da reinkommen. Ja, ja, aber Trader Joe macht nichts. Hm. Hat der bei dir auch nichts gemacht? Mhm. Dass der so mit seinem Hab und Gut umgehen lässt, ne? Also. So, ich habe aufgeräumt, Trader Joe. Ich hätte gern ein bisschen Moneten. Ja, vergiss es. Der wollte mich schon wieder abzocken. Das ist ein Krimineller. Hätte ich das gewusst, die Alte, die hätte ja alles platt machen können. Dafür klaue ich... Ich klaue dafür Beton aus seinem Betonmischer. Und ich nehme nochmal neuen Stahl mit aus seiner Schmiede. Und Kleber und Nägel. Das hat der Bengel jetzt davon. Dir ist kalt. Suche Kleidung, oh. Finde einen Unterschlupf. Zünde eine Fackel an. So, Wild Hawks, ihr Penner! Jetzt bin ich ein offizieller Motorradgang. MC Gangster. Oh mein Gott, übertreib mal. Du weißt nicht mal, was du bist. Ja, wie schimpfen sich denn so die Biker, wenn die kriminell sind im Generellen? Also ich weiß nicht, ich möchte mich dazu nicht äußern. Ist ja nicht nur MC, oder? Weil MC, glaube ich, nennt sich ja so gut wie jeder Motorradclub. Ich habe da keine Ahnung von.
Ich auch nicht. Möchte ich auch nicht. Jasmin, der See brennt. Ja? Ja, der raucht auf der Ecke vom Händler. Immer noch, ey. Ich weiß nicht, was da sein soll. Die Karre steht hier auch nur im Weg, ne? Ich nehme die mal mit. Hat auch noch keiner irgendwie geschrieben in den Kommis, ne? Was das sein könnte? Nee. Ist die Folge noch gar nicht durch. Doch, aber nee. Oder habe ich es vergessen? Wo hat das reingeschrieben? Ja, nicht. Also ich weiß, Pilze können wir auch einfach an die Wand schmeißen. Aber das haben wir auch schon herausgefunden. Ich auch. Also wir brauchen den. Ja. Aber es sieht halt ordentlicher aus im Blumenkübel, ne? Ach, hier ist immer noch der Böhr. Ich habe aber keine Waffe dabei. Jasmin? Ja? Wie kommt ein Zombie die Treppe runter? Keine Ahnung. Stück für Stück. Oh yeah. Der war so schlecht. Aber jetzt musstest du trotzdem kichern. Ich weiß nicht, ob ich heulen soll oder lachen. Ich würde beides machen. Eine schwierige Situation gerade. Ja, das Leben ist nicht einfach. Manchmal kriegst du Tequila und machst Zitronen, ne? Ja. Lass es lieber. Das ist doch so eine weise Redewendung. So. Das ist ganz schön kahl und trist, wenn man auf unserem Bude zufährt. Waren zwar ein paar Bäume. Ich habe keine Zeit. So, als nächstes Schatzkarte. Aber das wird heute nix. Nee? Nee, und mir ist auch gerade kalt. Ich muss mich mal eine Fackel wärmen. Eine Fackel. Eine Fackel. Bin ja im Trocknen, ne? Was soll passieren? Jo, jetzt haben wir hier die Mofa. So. Jo, dann wollen wir hier mal ein bisschen was schaffen, wa? Aha. Der Mixer, der geht jetzt vorwärts. Der Mixer? Der Mixer. Könnt ihr oben noch mal ein bisschen was einschmelzen? Kann man hier Schilder machen, dass wir das beschriften können, wo wir was machen? Schilder. Hölzerne Schilder. Nägel und Holz. Stelle mit diesem Helferblock hölzerne Schilder her, auf die du mit ihm schreiben kannst. Füge den gefertigten Block deiner Leiste hinzu, halte den bla bla bla. Also wir können es auf jeden Fall machen. Was haben wir denn hier schon eingeschmolzen? Eisen und Messing. Oder wollen wir überall so ein bisschen einschmelzen? Dass wenn eine belegt ist, dass wir dann trotzdem Sachen herstellen können. Oder? Ja, ich denke auch. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. So, das sollte erstmal reichen. Hier oben haben wir noch nichts weiter außer Engine. Aber Engine brauchen wir noch. Transformers. So, Stein. Waffen und Munition. Den Sprit habe ich oben, ne? In der Kiste bei Engine. Scheiße. Schade, meine ich.
So. Cool. Dann brauche ich noch einmal meine Knippex-Zange hier. Geil. So, dann wollen wir erstmal die Klinge platzieren. Eieieiei. Was hättest du denn? Das ist der reinste Schredder hier. Ja. So, jetzt muss ich aber Strom machen. Was Phase ist, weiß halt nur der Elektriker, ne? Ja, wie war denn das? Rechtsklick? Ja. Reicht das? Ist ja letztes Mal auch nicht abgerissen, ne? Oh, ist aber rot. Ach, hätte ich die auch, ich hätte die auch hätte, mit... Hätte, ja, Fahrradkette. Ich hätte die auch miteinander verbinden können. Vielleicht, wenn ich die trotzdem miteinander verbinde. Aber eigentlich kann ich die Stromleitung nicht kaputt machen, ne? Level up. Yuppie. Oh, Glückwunsch. Ja, danke. Und jetzt 40. Ich hätte jetzt höchstens für 39 gehalten, aber okay. Mensch, Level. Kackbraten. Bis jetzt lassen die ja alles hier hinten in Ruhe, ne? Würde ich sagen, dass man hier vielleicht erstmal schöner macht drinne. Was haben wir denn? Wir haben jetzt hier den Raum. Und hier kommt zukünftig Lager und Werkstatt hin. Mal überlegen, wie machen wir das am dümmsten? Am dümmsten. Vielleicht nochmal ausbauen? Oh, was haben wir denn hier alles für Möglichkeiten überhaupt? Platte mit Loch. Hä? Achso, oh Gott, ey. Wundert mich, warum ich nicht vorwärts komme. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, Junge, Junge, Junge. Was hast du denn? Du kannst hier auch Möbeljahr herstellen. Hm, ich weiß. Wusstest du das nicht? Nee, nicht direkt. Schrank halb offen. Ja. Kann ich da auch Sachen reinpacken?
Nö. Der ist nur fürs Aussehen. Ja, ja, das ist ja wie mit dem Getränkeschrank da. Ja, dann bringt der mir ja gar nichts. Nö. Oh, ich würde gerne. Im Optimalfall auch so einen großen Raum, ne? So. Ach nee, die kann ich ja gar nicht. So. Ich glaube, hier oben werde ich ein bisschen umbauen. Ich werde die Beete anders packen und dann kommt hier eine Küche hin. Küche? Ich glaube, ich will eine Küche haben. Du willst oder du möchtest? Ich will, da gibt es nichts dran zu rütteln, Jasmin. Okay. Gar nichts. Okay. Schreib dir das hinter deine Ohren. Nein. Zu wenig Platz. Ich habe so kleine Ohren. Aber... Oh, Jasmin. Wo denn? Ich bin bei den Baumaßnahmen vom Dach gefallen. Und was hast du dir jetzt gebrochen? Mein Bein. Du bist so doof, ey. Mein Bein ist gebrochen. Und wieso bist du darunter gefallen? Hast du wieder nicht aufgepasst? Oh, wir hätten das doch eine Firma machen lassen sollen. Na, jetzt ist es zu spät. Ja, kannst du die anderen dann auch noch brechen. Oh, das liegt alles an dem Fachkräftemangel. Hm. Oh, ich habe mir mal einen Gips gemacht, ne? Hm. Ah. Hm. Hm. Oh. Oh, Jasmin. Ja? Ich habe Schmerzen. Oh, Gottchen. Aber es hält mich nicht vom Arbeiten ab. Na, dann ist ja gut. Dann jammer nicht. Ich habe hier halt ein bisschen Angst, wenn ich hier Überstand mache, dass das irgendwie zusammenkrachen könnte im Nachgang. Na, da hast du Erfahrung mit. Ja. Das macht mir gerade Sorge. Ich weiß nicht. Noch eine Idee. Ach nee, ich weiß nicht, ob das wird nicht passen, ne? Dann auch nochmal ein. Ach so, ja. Asunia, was Asunia? Ich bin hier mal was am Kugel. Kugel? Am Kugel. Was bist du denn am Kugel? Ich möchte gerne. Aber ich glaube, das geht nicht. Und was? Das probiere ich ja gerade. Was denn? Ich weiß auch noch nicht.
Nein, da war es doch. Um das Bild so ein bisschen aufzulockern. Ja. Aber ich weiß nur nicht. Es wäre halt ein bisschen kurz auf zwei, ne? Ich hab so einen Schiss jetzt, wenn ich die Rahmenform platziere. Dass hier wieder alles zusammenkracht und unsere ganzen Sachen sind wieder weg. Ja, dann bringe ich dich um, ey. Wo war die Leiter? So. Halte ein, Freude, Maid. Ja, der Überstand ist schon nicht außer Acht zu lassen, ne? So. Oh, ich bin schon ganz oben. Ganz oben ist er. Aber möchte ich hier... Theoretisch ist ja nicht schlimm, wenn das breiter ist, ne? Ich weiß ja nicht, was du machst. Du redest ja nicht mit mir. Oh. Nein. Das wirst du nie erfahren, Jasmin. Okay. Sagen würde, boah, das ist, ach, das ist jetzt so eine schwierige Frage des Aussehens später. Was willst du denn machen? Das kann ich dir nicht sagen. Warum nicht? Wird's doch eh sehen, wenn ich zu Hause bin, nein, oder nicht? Nein, du schreist mich denn wieder an. Nö, das fällt gar nicht auf, was ich hier mache. Ich denke mal, du wirst es nicht mal mitkriegen. Warum machst du es denn? Weil es sinnvoll ist. Mhm. Ich hoffe, da bricht nichts zusammen. Ja, ich auch. Alter. Ganz dünnes Eis. Ist der in der Ecke gegangen? Boah, geil. Du musst gar nicht ablenken. Was? Mhm. Habe ich dich ignoriert? Mhm. Entschuldigung, das war jetzt nicht unbedingt meine Intention dahinter. Mhm. Glaube ich dir eh nicht. So, ich bin mal 30, ne? Scheinbar brauche ich ja doch ein paar mehr. Jasmin? Ja? Wir haben nächste Folge noch gar keinen Blutmond. Nee. Wir sind nämlich jetzt schon bei 40 Minuten. Ja, des Schweigens. Die Zeit rennt, ne?
Meistens ja. Im Uhrzeigersinn. Echt? Ja. Ja. Das ist wissenschaftlich belegt. Wissenschaftlich. Wisch auf Wisch bestellt. Wisch. I wish you a Merry Christmas. Jasmin, bitte. Ja, danke. Ja, so weit sind wir doch noch gar nicht. Naja, das halbe Jahr ist ja schon bald wieder um, ey. Erstmal wünschen wir uns jetzt alle ein frohes neues Jahr. Frohe Ostern und dicke Eier. Noch dickere Eier? Ja. Ich weiß nicht. Der Arzt sagte, wenn die noch weiter anschwellen, dann müsste man da was machen. Mhm. Ich hab mir da... Ich hab nicht gesehen. Ja, ich muss mir da Gedanken machen. Die sehen halt schon aus wie so ein geschwollener Eiterpickel, ne? Ja, ekelhaft, ey. Ja. Du bist eklig. Ja, du auch. Du bist ekliger als ich. Nee, das kann nicht sein. Du bist mit mir zusammen. Ja, stimmt. Hast du einen Scheißgeschmack. Schande über dich. Echt peinlich. Ja. So. Aber du musstest ja auch schnell sein. Ja, ich hatte keine Zeit mehr. Nee. Man nimmt nur noch das, was man kriegen kann, wenn man älter ist. Achso, ich habe jetzt eigentlich gedacht, weil deine Mama so scharf auf mich war, aber. Aha. Hab ich ja nichts mit am Hut. Das ist denn ihr Problem. Ja. Nein. Ah, respektloser Spaß beiseite. Hier kommt Ernst. Hallo Ernst. Und Ernst ist schon 5 Jahre. Das ist Ernst. Und Ernst ist 5. Ja, Junge sei mutig, Junge sei stark. Mach's ohne Gummi und spar dir den Mark. Der Junge war mutig, der Junge war stark. Jetzt zahlt der Junge im Monat 500 Mark. Mhm. Kennst du den nicht? Nee. Boah, der ist schon so achbars uralt. Ich meine, der ist immer noch mit D-Mark preisbestückt, ne? Reimt sich auch. Der ist sowas von back in the 90s. Da habe ich noch eine andere Idee hier. So. Kann man eigentlich was finden, wenn man so viel gräbt hier? In Bezug auf was jetzt? Weiß ich nicht, irgendwas Cooles. Na, wenn du jetzt eine Schatzkarte hast und suchst, da kannst du halt immer richtig guten Loot finden. Nö. Grab einfach so. Dann findest du Sand, Eisen, Blei, Schiefer, weiß ich nicht. Ich glaube, Schiefer ist im anderen Biom. Lehm, Erde. Ja, das weiß ich auch mit Lehm. Aber wir brauchen halt auch Bruchsand, glaube ich, für Beton, ne? Da hinten hat der abgeschmiert. Bruchsand musst du hier abbauen. Es gibt ja auch noch ein Wüstenbiom. Da wäre halt für Sand ideal, ne? Also es wäre die Möglichkeit, dass in der Wüste tatsächlich Sand vorhanden ist. Echt? Ja. Glaub ich nicht. Meinst du nicht? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Halt dich für ein Gerücht. Wenn ich jetzt nur bis hier... sieht das ja auch doof aus, ne?
Das erste. Oh, der Anfang ist gemacht, ne? Ja, aber vielleicht eine Säule hin? Gibt es sowas? Bestimmt, ne? Was denn? Eine Säule? Bestimmt bei diesen Holzdingern da. Eine Litfaßsäule. Ja, da kannst du alles machen. Säule, Säule. Ach ja, das war ja die. Was haben wir noch? Vielleicht Osten? Posten. Das sind nur die Dinger. Geländer? Gibt's gar nicht. Was gibt's nicht? Geländer? Geländer, ja. Hab ich doch gemacht. Stäbe heißt das hier. Hm. Deswegen kein... Ich weiß nicht, ob... Jasmin? Ja? Ich habe da mal was für dich gebaut. Ja? Ja, das wird uns beiden gefallen. Wirklich? Ja. Aber das siehst du denn später. Ja. Oder wir nehmen hier den Eingang ganz weg und machen hier so und machen den Eingang woanders. Oder dich da dran. Geht ja auch. Wir können ja hier abreißen. Achso, das muss ja dann auch alles weg. Hm. Dann könnten wir diese Wand hier wegnehmen. Dann hätten wir einen größeren Raum. Um zwei. Also drei. Reicht aber nicht für eine Küche. Hm. Müsste ich die nach oben setzen. Ah, das Fenster ist so genial. Eigentlich müsste ich das lassen. So. Hi, du bist wieder da. Oha, was ist denn hier los, ey? Ja, hält das auch? Ja. Sicher? Ja. Ich wollte ein bisschen vergrößern auf dem Dach und dann Warum hast du das jetzt hier zugemacht? Weil ich auf dem Dach oben, wie du siehst, vergrößern wollte. Und dann habe ich die Wand. Dann hatte ich Angst, dass das einstürzt. Also habe ich die Wand runtergezogen. Mhm. Jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen, dass der Eingang schön aussieht. Und, ja, hast du das gesehen? Du stehst schon dran. Das habe ich für dich gebaut. Ich habe fast 7000 Lehm gesammelt. Was sagst du zu der Stange, die ich für dich gemacht habe? Kannst du mal dein Kunststück dran machen, du Affe. Weißt du was? Wenn du so frech zu mir bist, ne? Dann nehme ich die wieder weg. Hm? Hast du nicht verdient.
lass doch als Ding stehen. Ja, später. Du kriegst später nochmal so einen Tanzraum. Ich meine. Ja. Du weißt schon, ne? Oh, Zement habe ich auch. Zement habe ich auch noch gesammelt. Oh, das ist so ordentlich. So, wir müssen jetzt aber die Folge beenden. 449 Zeichnern. Wir haben jetzt 50 Minuten. Die Folgen werden wieder länger und länger. Ich muss da mal ein bisschen drauf achten. Ich war auch... Also, diese Folge war ich tatsächlich sehr ruhig, habe ich das Gefühl. Ja, ich auch. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen den Abend versüßen konntet. Nachmittag, morgen, wie auch immer, die Nacht. Also, ein bisschen abschalten konntet. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.